hier liegt tatsächlich Loot, ich glaub's ja gar nicht. Finde ich, aber wie gesagt, bin ich sehr überrascht. Und jetzt muss ich nochmal husten, einen Moment. So, ich glaube, die Aufnahme geht jetzt aber auch nicht mehr sonderlich lang, weil, sonderlich, besonders lang. Weil, naja, bin halt immer noch erkältet und geht doch schon echt auf die Neuling, verdammte Scheiße, nicht schießen. Aha. Doch, tötet ihn. Tötet ihn. Tötet ihn. Ist er tot? Nee, noch nicht. Ist er jetzt tot? Oh Mann. Und jetzt? Ah. Er soll vielleicht mal auf den Boden achten. Ah, ich finde, das sieht, ist gut gestaltet hier. Wie gesagt, mal schauen. Vielleicht setze ich den Link von der Seite rein, beziehungsweise von dem Forum. Ansonsten, ich glaube, ich habe irgendwie Ubisofts Meinung zu Let's Plays oder so bei Google einfach mal eingegeben. Oder Ubisoft Let's Plays. Naja. Wie gesagt, ich glaube, da wird man dann halt auch, finde ich, da. Können wir halt mal schauen. Und im äußersten Notfall, ja, immer anfragen, ob man das Spiel Let's Playen darf. Mach ich zwar nicht, weil, naja, warum auch? Immer. Ich weiß es echt nicht. Ich mach dann, wäre ich rein theoretisch nicht auf die werten Herren von TGN oder der GameStar oder was weiß ich angewiesen. Ich könnte meine eigenen Videos produzieren. Und ich wäre halt, wie gesagt, nicht abhängig von denen. Aber ich glaube, in so einem Netzwerk, da geht es einem doch ein bisschen besser. Weil wenn man da mal irgendwie, ups, Stress oder so mit einem Publisher bekommt, könnte man sagen. Also wenn man halt zum Beispiel ein Let's Play macht von einem Spiel. Und er meinte, nee, also irgendwann meinte dann so, ja, nee, also wenn du uns jetzt noch genug Geld gibst oder so, dann darfst du das Let's Play weiterhin da haben, aber wenn nicht, ne, dann nicht. Und da würde dann natürlich rein theoretisch das Netzwerk einspringen. Da würde es dann natürlich sagen, halt, stopp, so geht das hier nicht. Ja. Sauber habe ich Mossberg gefunden, ne? Das ist gut. Für den werten Herrn. B-Virus. So. Naja. Davon ist noch so ein Norden-Sohn Stadtschild. Nee. Warum wird denn hier angepriesen, wo das nächste publike Telefon ist? Das gibt's doch gar nicht. Ach, jetzt gehen wir gerade wieder zurück. Boah, machen wir das? Gehen wir zurück? Gehen wir nach Boulder City? Ich weiß es nicht. Oh, ein Chemlight. Oh, das ist gut. Also mal gut. Chemlights sind gut. Oh. Jetzt liegt es da irgendwo. Naja. Tja, wo gehen wir jetzt noch hin? Oder gehen wir überhaupt noch irgendwo hin? Ich weiß es nicht. Ne, ich glaube, wir gehen jetzt nirgends hin. Ich glaube, ich lege mich jetzt hier hin. What the fuck? Hä? Ne, naja. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich verabschiede mich dann für die Aufnahme. Am Wochenende wird, wie gesagt, nochmal ein bisschen mehr aufgenommen. Ich wollte jetzt halt nur noch ein oder zwei Folgen schon mal mit der neuen Map hier machen. Und dann, naja, erstmal in diesem Sinne, leg mum down. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Hubert Schubert. Ich lieg hier auch echt gut, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Naja, ich darf ja noch nicht beenden. Stimmt ja. Ich muss ja noch warten. Ach, Mann. Es dauert immer so lang, bis er hier disconnected. Aber gut, ist auch gut so. Aber gut ist auch gut so, ja klar. Ist aber ja wirklich gut so. Man kann ja auch mal gerade hier. Ne, man weiß immer noch nicht, was es ist. Aber einen Moment mal.
17 Stunden gerade mal, ne? Scheiße. Ich dachte, ich könnte jetzt eventuell ja schon, ja. Nee. Nee. Es ist jetzt. Es ist jetzt eventuell. Kann es sein, dass das jetzt hier gerade die echte Zeit war? Ich gehe mal gerade mit ihr hier rein. Ja, warum TLOK? Das ist. Ach, nee, ich erzähl's jetzt doch nicht. Ich erzähl's später irgendwann mal. Ich will jetzt nur mal gerade noch mal einen kleinen Test machen. Mit ihr. Ja, gehen wir einfach hier rein. Scheiß drauf. Wie gesagt, ich will jetzt gerade nur einen kleinen Test machen und mal schauen, ob das jetzt die echte Zeit so gesehen ist, die da ja stoppen, so gesehen, weil ich war jetzt eigentlich, war ich ja länger da. Das wäre natürlich jetzt toll, wenn ich da jetzt 17 Stunden, dann muss ich ja noch 3 Stunden, müsste ich das dann noch machen, oder? Gibt's doch gar nicht. Ja, ich war ja eindeutig mehr als, ups, ich war ja eindeutig mehr als eine Stunde da. Oh, komm mal, ich bin unter Platz. Also wie gesagt, ich glaube schon. Ganz ehrlich, ich glaube irgendwie, dass das ist, also dass hier ein System hintersteckt, wenn ich ehrlich bin. Naja. Wo bin ich denn eigentlich? Ach da. Ah, okay. Hier war doch irgendwo ein Supermarkt, oder? Wie gesagt, ich will auch jetzt eigentlich nur gucken, ob das jetzt hier wirklich die echte Zeit ist oder nicht. Also ich gehe jetzt, glaube ich, gerade nur mal kurz noch da irgendwo hin. Guck mal da noch in den Supermarkt kurz rein und dann logge ich mich auch aus. Mit TLOK. Extra übrigens alles groß geschrieben. Da ist, wie gesagt, es hat einen Grund. Es hat einen Grund. Und den werde ich bald auflösen, denke ich mal. Das ist, manche von euch wissen es eventuell schon. Kleine Empfehlung, schaut euch mein Dishonored Let's Play an. Dann versteht ihr es eventuell, beziehungsweise eigentlich nur den ersten Part. Da wird es eigentlich schon erwähnt. Und nur so zur Info, ihr müsst, glaube ich, noch nicht mal den gesamten Part durchgucken. Ich glaube, ihr müsst gerade mal so 5 Minuten oder so. Dann versteht man es eventuell. Boah, das brennt mir gerade schon so ein bisschen auf der Zunge hier eigentlich zu sagen, warum das TLOK einfach nur heißt. Weil ich möchte halt dafür Schleichwerbung machen für TLOK. Und nein, ich habe keine Wette gewonnen, genau. Keine Wette verloren. Weshalb ich TLOK als Namen verwende. LOL. Nein! Verflieh! Ah! Das wird nicht so schnell. Hilfe! So, jetzt dürfte mir genauso dachte ich mir, dass das mich jetzt nicht mehr verfolgt. Oh, kann man nicht drunter gucken. Oh, das ist ja schade. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Oh Mann, Medium. Nee. Ah, ein Gemlight. Ah, eine Note. Ah, eine Maske. Hier liegt doch was. Nein, nur Bandages. Oh Mann. Hier. Nein. Ah. Im Medium-Backpack. Gott, was hat die denn für eine hohe Stimme? Hilfe. Hilfe. Ich glaube, ich habe gerade die halbe Stadt hinter mir. Hallo.
Hilfe! Jetzt durchs Fenster! Na, Mann! Hüpf! Nein, 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 nein. So. Ich glaube, ich bin jetzt aber weit genug weg. Oh, die gefällt mir aber. Passt ja auch zu meinem Outfit. Okay. Na ja, scheiß drauf. Hui. Hup. Was war das denn? Das war gar kein Wurf. Einfach nur hingefallen, das Ding. Gibt's doch gar nicht. Oh, da liegt noch ein Zombie. Naja, wie gesagt, das war's aber auch eigentlich. Oh nein, ein russischer Sniper. Oh nein. Oh nein. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ich höre ihn sogar.